Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Planet Zoo. Und im Hintergrund seht ihr schon unser Bisongehege, was sich ganz schön verändert hat. Ich habe das Ganze nämlich soweit jetzt erstmal fertig gebaut und fertig gestaltet und bin jetzt relativ zufrieden mit dem Ergebnis. Und eigentlich sollte es den Bisons gut gehen. Ich weiß gar nicht, warum hier diese Protestleute sind. Die sind wirklich wegen den Bisons hier, aber warum geht es denen denn schlecht? Guck mal, die Werte sind alle grün. Hier ist ein bisschen zu viel Bepflanzung, aber das finde ich jetzt gar nicht schlimm. Ein bisschen zu viel Fels, aber overall sind die Bisons eigentlich glücklich. Ich weiß jetzt nicht, was die hier wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch daran liegt, dass ich irgendeinen Bison im Tierhandel oder so habe, den es nicht gut geht. Ich glaube, ich hatte da nämlich noch ein zweites Männchen. Aber ist ja auch erstmal egal. Ich zeige euch jetzt mal das neue Gehege so ein bisschen. Wir fliegen mal so ein bisschen hier durch. Ich mache mal kurz hier... falsche Taste. Das Hut aus, damit wir auch ein bisschen besser sehen. Und ja, ihr seht schon, es hat sich wirklich einiges getan. Hier vorne ist jetzt auch so eine Klippe entstanden, dann ist da ein Geländer. Und von dort aus können dann die Besucher sozusagen auf das Gehege schauen. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Gehege. Also es hat sich wirklich eine schöne Form und Gestaltung angenommen. Jetzt bin ich wirklich mega zufrieden mit. Und die Bisons sind halt auch glücklich. Das war mir auch sehr, sehr wichtig. Da sind auch einige Spielzeuge. Hier ist die Hütte, die wir zusammen im Livestream gebaut haben. Habe ich auch untergebracht. Habe sogar mal hier draußen noch einen kleinen Schlafplatz gemacht. Den benutzen die Bisons tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Ist hier hinten auch noch was. Nochmal so ein kleiner Futtertrog. Da hinten ist nochmal so ein Spielzeug. Oder ich glaube, es ist auch so ein Futterspielzeug, ne? Irgendwie sowas. Hinter der Hütte habe ich einfach so einen Baumstamm hingelegt. Ansonsten habe ich halt wirklich nordamerikanische Bepflanzung so ein bisschen gewählt. Hier habe ich nochmal so einen kleinen Plansch-Duschen-Bereich. Ja, ihr seht es ja, einfach mit so ein paar Wasserdüsen. Fand ich eigentlich ganz witzig, die Idee. Und ich weiß gar nicht, ob die das wirklich benutzen oder nicht. War mir dann auch eigentlich egal. Hauptsache, es sieht schön aus. Und bewegtes Wasser ist immer schön in so einem Gehege, ne? Das sorgt natürlich immer schön für ein bisschen Dynamik in dem Gehege. Hier habe ich nochmal so ein bisschen die Felsen miteinander verbunden, dass wir hier so einen kleinen Tunnel haben. Und hier geht es dann ja letztendlich zu unserem Schlammbad. Das hatten wir auch schon im Stream gebaut. Die Felsen hier vorne haben sich auch nochmal alles so komplett ein bisschen geändert. Und natürlich um das Gehege herum habe ich auch alles mit Felsen soweit fertig gemacht. Also das ist jetzt alles soweit geschafft. Natürlich hier rum müssen wir immer noch gestalten. Aber da wird natürlich auch unser Westernbereich noch um einiges erweitert werden. Hier mit diesem Gewässer und dem Fluss und so bin ich eigentlich schon relativ zufrieden. Natürlich muss hier vorne auch noch so ein bisschen plätschern und Stromschnellen später hin. Aber das habe ich jetzt erstmal sein gelassen. Aber ansonsten ist der Wasserfall schon relativ cool. Hier ist nochmal so eine kleine Wasserstelle. Die Brücke funktioniert soweit auch. Ich kann euch das gleich auch nochmal zeigen. Das Gehege ist eigentlich überall relativ gut begehbar. Hier ist der Futtertrog. Hier ist nochmal so ein Spielzeug. Und hier hinten ist auch nochmal so eine kleine Ecke, wo so ein paar Büsche sind, ein paar Pflanzen und nochmal so ein Futterspielzeug. Und ich habe immer diese Zäune überall benutzt, falls es euch aufgefallen ist. Also die stehen überall alle mal so ein bisschen. Fand ich eigentlich ganz schön, so als Deko-Element. Und ich habe es auch immer versucht, die so ein bisschen kaputt wirken zu lassen. Also hier seht ihr die auch nochmal. Hier ist das dann so runtergebrochen. Hier liegt auch gar kein Pfeiler mehr. Ich hätte natürlich auch gerne den Pfeiler so ein bisschen auf den Boden gelegt. Aber das Problem ist tatsächlich an diesen Dingern, ihr seht ja, das sind sehr lange Baumstämme. Und wenn man die dann quer hinlegt, dann hat man halt nicht nur so ein kurzes Stück, was da liegt, sondern so einen richtig langen Baumstamm. Und das wollte ich halt nicht. Ich muss echt sagen, dass die Bisons mir sehr, sehr gut gefallen. Also es sind wirklich coole, coole Tiere. Würde ich schon mit zu meinen Lieblingstieren von Planet Zoo momentan zählen. Also ich finde die schon mega cool auf einer Skala von 1 bis 10. Wären auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Oh, jetzt bin ich wieder gerade nicht mit der Kamera klar. Entschuldigt. Hier vorne habe ich auch nochmal den Zaun gemacht. Habt ihr gesehen? Genau, der Zaun hat sich eigentlich überall so ein bisschen wiederholt. Ich fand den Stil nämlich relativ schön. So, jetzt könnt ihr es nochmal vom Overview sehen. Ich mache nochmal kurz hier wieder die falsche Taste. Ja, die Gehegeform ist echt noch ziemlich groß geworden. Also es ist eigentlich viel zu groß für unsere Bisons. Aber ich sag mal so, lieber zu groß als zu klein, ne? Oder wie seht ihr das? Ah, die Bisons sind jetzt hier gerade am Fressen. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal eben... Erstmal gucken wir nochmal ganz kurz hier. Die haben schon aufgefuttert. Boah, der hat ja richtige Wunden hier. Was ist das denn? Oh mein Gott. Hat der gekämpft? Der Arme. Genau. Ich zeige euch jetzt nochmal eben, welchen Bereich die Bisons alle so begehen können. Wo waren das hier nochmal? Ach ja. Da vorne. Dann seht ihr, das Gehege ist eigentlich überall begehbar, wo es begehbar sein soll. Also es gibt eigentlich keine Stelle, die nicht begehbar ist.
Zumindest sind nur die Stellen nicht begehbar, wo halt irgendwelche Sachen im Weg sind, irgendwelche Felsen und so. Und das soll ja auch sein. Also es ist eigentlich relativ gut gelungen. Und, oh, hier zeigt er an, das wäre nicht begehbar. Seht ihr das? Hier? Aber die Bisons können hier rein, das seht ihr ja sogar schon alleine hier ran. Der chillt hier nämlich auch in der Ecke und spielt hier gerade mit diesem Futter. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Das funktioniert alles soweit, da bin ich wirklich mega zufrieden mit. Und ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Falls ja, will ich mich schon mal selber ein Like freuen. Aber wir werden heute auf jeden Fall weiterbauen. Ihr habt sicherlich schon am Titel oder Thumbnail erkannt, was wir heute bauen. Wir werden nämlich eine Dampflok bauen. Die habe ich mir letztes Mal im Livestream auch schon hier platziert, damit ich sie nicht vergesse, weil die passt natürlich 1A in unsere Westernwelt. Und ich werde sie jetzt erstmal hier entfernen, weil die Stelle ist natürlich nicht gut. Die werden wir nämlich jetzt auch so ein bisschen im Live-Part bauen, also nicht im Speed-Build. Im Speed-Build-Build werden wir später so ein bisschen die Gestaltung machen, aber wir werden jetzt erstmal versuchen, das erste Mal so eine Dampflok zu bauen. Ich habe es noch nicht gemacht. Habe mir aber schon mal angeguckt, welche Teile es gibt. Und so viele Teile gibt es da gar nicht. Also so viele Möglichkeiten hat man da gar nicht. Deswegen sollten wir das eigentlich hinkriegen. Versuche das jetzt erstmal parallel zum Weg anzuordnen. So ist das, glaube ich, relativ parallel. Oh, ich sehe gerade oben links, wir haben da sogar echt rote Symbole. Irgendwie geht es den Tieren, glaube ich, gerade nicht gut. Ich platziere die mal kurz. Werden wir gleich nochmal ein bisschen umplatzieren. Ich muss mal eben checken hier, was da los ist. Schwer dehydriert. Warum das denn? Ist er da gefangen? Oh mein Gott, kommt er da nicht mehr raus? Habe ich das jetzt wirklich so verändert, dass der da... Der kommt da echt nicht mehr raus. Okay, Leute, dann habe ich euch vorhin Schwachsinn erzählt. Dann habe ich das wohl irgendwie am Ende noch zugebaut. Dann ist er da wirklich drin gefangen. Deswegen sind wahrscheinlich auch die Protestleute da. Upsi. Das tut mir sehr, sehr leid, kleiner Bison. War keine Absicht, dass ich dich hier einmäuer. Aber das kann wirklich nur minimal sein, weil hier der Durchgang ist ja eigentlich vorhanden. Müssen wir jetzt mal eben fixen. So, das hat schon gereicht. Seht ihr? Jetzt kann er hier wieder durch. Und jetzt sollte er auch was essen können. Aber das ist beides der. Deswegen sind wahrscheinlich auch die Protestleute da. Ja gut, dann hat sich das ja auch erledigt. Der sollte hoffentlich überleben. Aber hier vorne ist ja direkt Wasser. Also alles ganz entspannt. So. Problem gelöst. Jetzt geht's weiter hier. Bei dem Zug, also er soll auf jeden Fall in diese Richtung fahren später. Ich habe mir nämlich schon so ein bisschen überlegt, wo die Strecke nachher lang gehen soll. Ob wir das so hinkriegen, weiß ich nicht, weil ich habe halt, wie gesagt, noch nie so eine Strecke gebaut. Deswegen könnte das ganz schön schwierig werden. Wir bewegen das Ganze jetzt auf jeden Fall nochmal, weil... Also ich will halt, dass die Strecke in diese Richtung geht. Aber wir müssen natürlich auch noch so einen Stationsbahnhof davor bauen. Dafür brauchen wir ein bisschen Platz. Platzieren wir dafür mal als Hilfslinie eben... so zwei Mauern. Wo haben wir sie denn? Da. Einfach damit wir die Breite hier so einmal für uns haben. Aber so breit wird wahrscheinlich später das Gebäude. Vielleicht sogar ein bisschen breiter. Ich glaube, das Stück müssen wir schon mindestens weg sein. Geh noch ein bisschen lieber rüber. Lieber zu viel Platz als zu wenig hier. Nicht, dass es dann später zu knapp wird. Echt ein bisschen Schiss vor. Ich will aber auch gar nicht zu weit weg hier. Irgendwie ist mir die Station auch ein bisschen zu lang. Wenn ich ehrlich bin. Also die ist mir, glaube ich, wirklich ein bisschen zu lang. Ja, aber dann muss ich später nochmal ein bisschen beigehen. Ich glaube, das sind auch so Sachen, die können wir minimal später dann auch noch ändern, wenn wir das Gebäude hier gebaut haben. Denk mal, wenn wir jetzt die Strecke ungefähr schon mal grob bauen, dann kann man ja hier zum Beispiel auch wieder ein Stück abreißen und das dann an den Teil der Strecke anschließen, wo es dann richtig ist. Deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, die Strecke zu bauen. Das geht hier oben. Schienen bearbeiten. Im Prinzip gibt es dann nur Stationsschienen. Da kann man dann festlegen, wo der Ein- und Ausgang ist und wie die Leute ein- und aussteigen. Seht ihr hier unten an den Pfeilen. Das wird bei uns dieser Fall sein, weil hier ist ja die Strecke und rechts, links wird unser Bahnhof sozusagen, unser Bahnhofsgebäude. Und von hier aus kommen die dann hier rein und steigen natürlich auch wieder auf dieser Seite aus. Also ist das hier soweit schon mal richtig. Und dann geht es direkt los mit einer Strecke. Und das Problem ist, ich habe schon geguckt, es gibt leider keine, wie heißen die Dinger, Bahnübergänge, dass du ja durch so Straßen fahren kannst. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall, weil ich möchte logischerweise rüber zum Bisongehege als erstes, müssen auf jeden Fall hier entweder einen Tunnel bauen oder eine Brücke oben drüber. Und ich glaube mal, dass sich ein Tunnel hier an dieser Stelle auf jeden Fall mehr anbietet. Hier kann man dann auch echt alles sehr, sehr einfach bearbeiten. Also man kann hier links, rechts machen, mega entspannt. Man kann hoch, runter, das ist genau das Gleiche. Das hier ist die Länge der Schiene. Kann man auch individuell bearbeiten. Machen wir jetzt mal das Kürzeste.
Und das hier, oh, das ist die Drehung der Schiene, okay. Also das geht wirklich sehr, sehr simpel. Wir fangen jetzt auch direkt einfach mal an. Müssen natürlich schauen, dass wir jetzt wirklich dann irgendwie in so einen Tunnel kommen. Das Gebäude müssen wir wahrscheinlich gleich sogar verlegen. Gehe ich mal stark von aus. Wir dürfen eigentlich gar nicht uns so viel Zeit lassen mit dem Tunnel. Automatische Tunnel, machen wir mal an. Wie jetzt das Land abgesenkt wird und wie der Tunnel entsteht, ist mir eigentlich erstmal relativ egal, weil... So sehen mal das Ganze. Weil wir können das später natürlich mit Felsen und so sowieso noch auskleiden. Soweit. Hier vorne passt das natürlich jetzt nicht. Jetzt alles mega am Weg. So, bauen wir die Schienen mal weiter. Tiefer geht nicht, ne? Ne. 12 Grad ist die niedrigste Senke. Anscheinend. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne schon mal um die Kurve gehen. Sind wir jetzt im Tunnel drin? Ja. Seht ihr, jetzt sind wir im Tunnel nämlich drin. Das ist sehr gut. Ich brauche auch gar nicht so tief gehen. Ich glaube, jetzt werde ich das direkt abfedern. So ein bisschen. Und direkt auf 0 Grad gehen. Den Tunnel müssen wir dann später natürlich auch so ein bisschen gestalten. Da werde ich dann wahrscheinlich so ein bisschen eine Minenoptik machen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Sieht man ganz schlecht hier. Wir bleiben mal lieber so. Ich will jetzt aber auch gar nicht zu weit hier rüber gehen. Ich glaube, das war schon vom Winkel ein bisschen zu weit. Wir machen mal einen rückgängig. Wie kann man das denn machen? Ah, okay. Die Taste ist für einen rückgängig. Drehen wir das Ganze nochmal, weil ich will jetzt so ein bisschen mehr in diese Richtung rauskommen. Das hier hinten müssen wir wahrscheinlich auch nochmal überarbeiten. Weil mein Ziel ist es später, einmal die Dampflok hier über diesen Berg zu führen. Ich hoffe, das klappt soweit. Wäre auf jeden Fall ziemlich nice, wenn das klappt. Frage ist nur, wo kommt jetzt der Tunnel dann wieder raus? Es wäre eigentlich gut, wenn der... Der muss ja schon hinter der Scheune eigentlich fast rauskommen, ne? Das geht schon mal nicht. So, da sind wir schon wieder. Fast draußen, ne? Sehe ich das richtig? Das geht nicht. Da liegt wahrscheinlich auch an dem Weg. Die Wege müssen jetzt erstmal... Aus dem Weg. So, Schienen bearbeiten. Ah, das funktioniert wirklich gut mit den Schienen bearbeiten. Das hätte ich gar nicht gedacht. Mega nice. Ich würde gerne erstmal hier ganz normal auf den Untergrund kommen. Ich glaube, dafür bin ich schon zu steil, oder? Den Mitarbeiterweg können wir ja später hier auch noch langführen. Der muss ja nicht hier hinten lang. Also das ist an sich kein Problem. Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Mach mal. Aber eigentlich... Ist das hier nicht so? Wir federn schon mal so ein bisschen ab hier den die Steigung. Kann man das irgendwie so anklicken, dass das automatisch auf den Boden kommt? Höhenmarkierung. Ne, ich glaube nicht. Weil ich will jetzt ungern hier unten schon auf Stützen bauen. Ach, der hat sogar das Land erhöht hier und sowas. Also nicht weiter schlimm. Das heißt, wir machen nochmal rückgängig, weil ich will nicht so eine abgefederte Kurve, die wieder nach unten geht. Wir jetzt versuchen, gerade zu bleiben. 0 Grad, machen wir. Perfekt. Okay, wenn sich das Land hier so ein bisschen erhöht drumherum, finde ich gar nicht so schlimm. Wir müssen natürlich jetzt da gleich hoch. Das wird auch nochmal relativ schwierig. Dann da vernünftig lang zu führen. Ja, dass jetzt hier die Gebäude im Weg sind, ist natürlich klar. Aber das ist ja schon mal an sich gar nicht schlecht hier. Die reißen wir mal kurz ab. Kann man ja auch alles später wieder machen. So, Schienen bearbeiten. Jetzt kommt hier der komplizierte Teil. Okay. Sind wir vom Winkel auf jeden Fall schon mal ziemlich gut dabei. Müssen natürlich jetzt hoch. Da wird dann wahrscheinlich auch... Ah, weil ich Tunnel, automatische Tunnel noch anhabe, baut ja keine Stützen. Das ist gut zu wissen. Ich möchte aber jetzt so langsam, glaube ich, auf Stützen übergehen. Wobei hier noch so ein Stückchen. Können wir noch ohne Stützen. Jetzt müssen wir aber wirklich steil hoch. Ne, das war zu spät. Okay, man darf halt wirklich nicht zu spät gehen, weil man halt nur so wenig Möglichkeiten hat, was die Gradzahl angeht.
Ich mache mal so eine ganz leichte Biegung nach links. Vom Winkel nachher nicht zu stark. Ja, das mache ich aber wirklich nochmal so. Er macht halt auch irgendwie automatisch Kurven, habe ich das Gefühl. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich will jetzt hier einfach gerade machen. Ja, soweit passt's. Ja, wir sind echt zu spät hochgegangen. Dann gehen wir zurück. Ja, wir müssen schon... Ich glaube, wir machen hier schon mal 11 Grad ungefähr. Dann gehen auch die Stützen los. Wie sehen denn die Stützen aus? Ah, das sind so richtig coole Holzpfeiler. Okay, das ist natürlich nice für uns. Hier ist super passend. Da hätte er schon wieder so eine Linkskurve reingebaut, die ich nicht gar nicht haben will. Wir wollen ja hier nicht unnötig um Kurven fahren die ganze Zeit. So. Schön nah an der Klippe will ich gleich fahren. Am besten direkt auf Klippenhöhe. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Das sieht gar nicht schlecht aus. Okay, nice. Also es klappt wirklich gut, das Bauen. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, es wird schwieriger. Wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich lasse hier auf 0 Grad, wenn ich das hinbekomme. Weil die Höhe ist, glaube ich, schon ziemlich gut. Und wir wollen natürlich jetzt hier geschwungen an der Klippe entlang mit der Dampflok. Sodass die Dampflok einmal eine richtig schöne Sicht auf unser Bisongehege bietet. Sieht auch cool aus mit den Stützen, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, da müssen wir noch viel, viel mehr selber bauen und basteln. Aber das geht echt mega klar. Okay. Wenn ihr mal die Schienen so ein bisschen in den Klippen versinken, ist gar nicht schlimm, weil die Klippen können wir später auf jeden Fall noch absenken. Hauptsache, es liegt hier gut an. Okay, hier müssen wir einmal automatisches Tunneln anmachen. Ah, nee, geht gar nicht. Und hier müssen wir einmal so per Hand das Ganze absenken. Diese Bahnstrecke werden wir jetzt übrigens immer nach und nach erweitern. Also das heißt, wir werden die jetzt nicht fertig bauen, weil die wird logischerweise immer an jedes Gehege angepasst, sodass es dann später so eine riesige Dampflokfahrt wird, die auch interessant ist. Die soll halt auch irgendwelche interessanten Sachen auch bieten. Vielleicht, dass wir mal durch ein Gehege direkt durchfahren oder so. Das kann ich mir auch vorstellen. Das wäre mega nice. Okay, hier passt es leider auch immer noch nicht ganz. Da müssen wir nochmal eben einmal bei. Ich meine, es ist im Endeffekt hier auch egal, weil man sieht das hier sowieso nicht. Weil das in Klippen verschwindet. Und das Schöne ist halt, wenn man im Nachhinein dann nochmal was bearbeiten möchte, ist das an sich auch gar nicht schlimm, weil man mit Klippen nochmal so viel ändern kann und anpassen kann. Das ist ziemlich nice. Wir senken das jetzt hier mal komplett ab. Sollte da eigentlich nichts mehr im Weg sein, ich hoffe. Ich sehe es halt gerade nicht wegen den Klippen. Hier ist immer noch was im Weg. Gibt es ja gar nicht. Oder liegt das an den Klippen, dass die zu hoch sind? Das kann natürlich auch sein. Nehmen wir mal ein Stück hier runter. Vielleicht hilft das ja. Ihn bearbeiten. Oh ja, okay. Das wusste ich nicht. Also kann man durch Klippen nicht durchbauen. Hätte ich jetzt gedacht eigentlich. Aber gut zu wissen. Wieder was dazu gelernt. So, sehr schön. Gefällt mir auch von der Kurve her. Ist richtig nice, dass man die Kurven so mega individuell anpassen kann. Hier werden wir jetzt auch ein bisschen runterbauen wieder. Das geht gar nicht. Doch, geht. Okay. Weil hier wird ja logischerweise auch der Berg so ein bisschen runtergehen. Deswegen passt ja auch die Strecke dem Ganzen ein wenig an. Wäre natürlich auch cool, wenn wir hier oben auf dem Berg nochmal eine Zwischenstation haben würden. Aber ich weiß nicht, ob das zu nah dran ist. Also hier ist ja echt nur eine kurze Strecke. Ansonsten könnten wir oben nochmal einen Bahnhof draufbauen oder so. Das wäre natürlich nice. Uff, was ist denn hier passiert? Hatte ich hier Tunneln an? Ich habe Tunneln, automatisches Tunneln an, ich Idiot. Oh mein Gott, wir müssen nochmal rückgängig machen. Geht gar nicht anders, Leute. So, jetzt sieht das auch schon besser aus hier. Ich finde das echt ganz cool, wenn hier noch so ein bisschen Stützen sind. Also ich glaube, ich werde das vielleicht später sogar nochmal ändern, dass ich die Strecke überall so ein bisschen leicht anhebe. Muss ich mal gucken. Weil hier an dieser Stelle finde ich das eigentlich optisch ziemlich, ziemlich cool. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir schon eine Testfahrt machen können oder ob wir das erstmal verbinden müssen. Können wir mal kurz hier durchklicken. Hier können wir auch Wagen pro Zug einstellen, die Geschwindigkeit, die Farben und sowas. Also ist ziemlich nice. Test starten geht noch nicht. Das heißt, wir müssen mal ganz kurz hier eine Verbindung bauen.
So, das Ganze ist jetzt erstmal vorläufig verbunden. So wird die Strecke natürlich nicht bleiben. Also dieser Teil hier wird nochmal komplett entfernt und die wird noch viel, viel länger, die Dampflok. Also das müsst ihr euch jetzt wegdenken. Aber hier könnt ihr nochmal die Stützen sehen. Und ich muss echt sagen, dass diese Strecke von der Optik wirklich mega gut in unseren Westernpark passt. Die ist auch so ein bisschen rostig, schön so alte Holzpfeiler und sowas. Also richtig nice. Die wird unseren Westernpark, glaube ich, auf jeden Fall ziemlich pimpen. Wir müssen natürlich auch noch die Dampflok und sowas später anders gestalten. Hier kann man nämlich auch an den Farben alles anpassen. Das ist mega cool gemacht. Also ihr seht schon, da können wir die dann später irgendwie so entweder schwarz oder braun oder sowas machen. Müssen wir dann mal schauen. Aber wir wollen jetzt natürlich erstmal eine Testfahrt machen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Können wir gar nicht starten. Warum? Ah lol, ich bin so doof. Das hier ist ein Wasseraufbereitungsding. Da kann ich natürlich lange warten. Na gut, passiert. Halb so wild. Ihr habt wahrscheinlich schon alles in die Kommentare geschrieben und habt schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Wieso kann ich denn jetzt hier kein Stromding bauen? Mich verarschen? Hier mal das gleiche Raster wie hier, dann sollte das nämlich eigentlich ohne Probleme klappen. Wenn wir hier reingehen, dann sollte doch jetzt hier auch mal eine Wegverbindung kommen. Das gibt's ja gar nicht. Das Stromding kriegt einfach keine Verbindung hier zum Weg. Was ist denn da los? Da, okay, jetzt geht's. Sehr schön, Leute. Also ist so rum richtig. Mein Fehler. Logischerweise, weil der Pfeil noch da ist. Aber bei diesen Wasserfällen und so ist es immer genau umgekehrt. Das Wasser fließt halt immer weg von den Pfeilen. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. So, jetzt starten wir aber die ganze Kiste hier mal. Ich bin mega gespannt. Wir können auch hier in die Kamera gehen. Cool. Kinoperspektive. Dann switcht die wahrscheinlich so ein bisschen Sitz. Oder sieht man nicht viel. Aber man kann seitlich rausgucken. Das ist echt ziemlich cool. Was haben wir noch? Und so eine Perspektive. Okay. Wir machen mal Kino erstmal an. Wir fahren jetzt hier durch den Tunnel. Ist halt wirklich ein sehr kurzer Tunnel, aber an sich nicht schlecht. Macht auch coole Geräusche und schön diesen Dampf, ne? Das ist mega nice. Gefällt mir. Also die passt richtig gut in unseren Westernpark. Das wird den Park einfach so viel schöner aussehen lassen später, wenn wir so eine Dampflok haben. Ich schau mal jetzt aus dieser Perspektive, so wie die Gäste auch gucken würden. Ich weiß gar nicht, ob man... Ah, man kann sogar die Sitze swappen. Wie cool. Wir setzen uns mal hier vorne rein, hinter die Dampflok. Und wir gehen noch weiter nach hinten. Komm. So, auf die rechte Seite. So. Nehmen wir da vorne die Dampflok und jetzt geht's hier hoch zu unserem Bison-Gehege. Jetzt kann man hier wunderbar die Bisons angucken. Ist das nicht wunderschön? Da unten schlafen sie schon. Ach, wie toll. Man hat halt auch eine sehr gute Sicht, ne? Also, kann man nicht anders sagen. Oh, da ist noch so ein Holzpfeiler durch das Dach, sehe ich gerade. Muss ich gleich mal fixen. Ja, ist schon cool, ne? Also, die Sicht ist echt nice, wenn man hier oben lang fährt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das cool von außen aussieht, wenn die Dampflok wieder lang fährt. So, okay. Wir fixen mal ganz kurz hier das Holzstück. Was ist denn das? Bin mal gespannt. Das ist ein Fensterrahmen. Was habe ich denn da gemacht? Oh, der ist verrutscht. Sich gerade von hier außen. Habe ich wohl nicht mit verschoben. Als ich das Gebäude verschoben habe. Ist ja nicht weiter schlimm. So, perfekt. Haben wir das Ganze angepasst soweit. Die Folge ist jetzt wahrscheinlich schon relativ lang, weil es halt eine Realtime-Folge ist. Aber wir werden auf jeden Fall jetzt noch im Speedbuild hier uns so ein bisschen an das Bahnhofsgebäude machen. Aber wir schauen uns jetzt einmal vorher noch an, wie es aussieht, wenn die Dampflok hier hinten rüberfährt. Und da kommt die Dampflok. Ist das nicht cool? Wenn die dann da so im Hintergrund langfährt. Wird natürlich noch nicer aussehen, wenn wir den Berg später noch höher machen und sowas. Weil der wird definitiv nicht so bleiben. Das sieht ein bisschen doof aus, wenn hinter der Dampflok direkt so der Horizont ist. Da sollen natürlich auch noch Klippe und sowas hin. Ah, das ist schon echt nice, ne? Wenn die dann so hier im Hintergrund langfährt. Das macht schon echt viel aus. Die Farbe von der Dampflok ist natürlich auch noch nicht so nice. Und auch die Geräusche sind richtig cool. Ja, gefällt mir richtig gut. War eine sehr gute Idee von euch. Habt ihr ja auch im Livestream-Chat vorgeschlagen. Da wäre ich nie selber drauf gekommen. Also ist immer schon
echt praktisch, bei YouTube sowas zu bauen, weil man dann einfach so viele Anregungen und Vorschläge von euch bekommt. Also schon mal vielen, vielen Dank dafür. Und da die heutige Folge jetzt doch schon sehr lang geworden ist, würde ich sagen, bauen wir beim nächsten Mal den Bahnhof. Falls euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.